50 Jahre 2001. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Film, der so viele Leute massiv beeinflusst hat. Herr Halland, wie sieht's aus? Was gibt 2001 den heutigen Jugendlichen? Ja, die Jugendlichen, die da genau hingucken, die werden merken, dass wir auch nicht mehr wissen als vor 50 Jahren. Wir sind genauso ahnungslos wie eh und je über die Geheimnisse, die das Universum noch zurückbehält. Ja, wir wissen das nicht. Man hat ja damals gesagt, man kann keinen besseren Film drehen von den Spezialeffekten, außer man dreht vor Ort im Weltraum selber. Das war ja einer der großen Aussprüche, die damals gefallen sind. Tricktechnik damals war ja verantwortlich Douglas Adams. Das war natürlich vor allen Dingen gemacht mit Negativen und mit Sperrholz und Politur und Getrieben und so etwas und schwarzem Samt mit Löchern drin, denn es gab ja noch keine Computer-Generated Information. Also das gab es ja nicht. Ne? Aber man hat da, wenn Sie bedenken, wie das war, dass man zum Beispiel Tropfen verschiedener Viskosität Flüssigkeiten gemischt hat und das dann mit einer Schnellkamera fotografiert hat, das war ja schon erstaunlich. Das war ja Neuland. Waren Sie gestern Abend da? Nein. Da habe ich das alles erklärt. Aha. Und das ist natürlich besonders, nicht? Jetzt wird ja ein Spruch, den wir heute hören von den Special Effects Leuten, ist: Let's fix it in the post. Wie war das damals? Das kann ich nicht sagen. Ich war nicht dabei. Ich habe ja erst 69 mit Napoleon mit ihm begonnen. Also über diese Sachen kann ich noch nicht so sehr viel berichten eigentlich. Mhm. Ich war nicht dabei. Also let's fix it in the post, das ist mir fremd. Das ist mir übrigens fremd geblieben. Das war auch nie bei den späteren Filmen der Fall. Ja. Jetzt war ja der wunderbare Supercomputer HAL 9000 eine künstliche Intelligenz. Jetzt ziehen ja heute im Jahre 2018 mehr und mehr künstliche Intelligenzen in die Wohnhäuser ein. Ein Beispiel ist von Amazon die Alexa. Inwieweit, was halten Sie heute davon, von diesen KI zu Hause? Und wie weit hat das Kubrick damals vorausgesehen? Das kann ich nicht beantworten, denn er war eigentlich ein Geschichtenerzähler. Er dachte nicht an automatische Staubsauger und so etwas. Aber er war ein Technikfan. Ja, das war er schon. Inzwischen wäre er natürlich auch sehr vom Internet und E-Mail und all solchen Sachen abgelenkt. Aber natürlich, er war schon ein Technikfan. Aber es ging ihm vor allen Dingen darum, weil wir jetzt über diesen Film sprechen, zu zeigen, was wir eben nicht wissen. Und er war fast also verliebt in seine eigene Unwissenheit, wenn man das so sagen kann, im Zusammenhang damit, dass er auch sehr selbstbewusst war. Beides stimmt, nicht? Aber je größer das Selbstbewusstsein, je mehr auch der Respekt vor dem, was man nicht weiß. Das ist richtig. Sehr schön gesagt. Ja? Sehr schön gesagt. Sie haben ja... Wir haben uns 2014 das letzte Mal getroffen und Sie hatten angedeutet, dass HBO und Steven Spielberg gegebenenfalls Napoleon aufgreifen und das Ding verfilmen wollen, letztendlich. Wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist so, dass Steven Spielberg natürlich nicht der Regisseur sein wird von Napoleon. Was schade ist. Ja, das ist nicht seine Sache. Er wäre der Pate zu diesem Projekt und HBO wird das machen. Ich bin in Verbindung mit Len Amato, dem Boss von HBO. Und der Regisseur wird vermutlich sein Cary Fukunaga. Mhm. Und das ist absolut aktiv. Und ich nehme an, dass das 2020 gedreht wird. Also absolut. Und zwar als sechsteilige Fernsehserie. Mhm. Mhm. Ja. Wunderbar. Ich habe ein Zitat gelesen von Tom Cruise, als er Eyes Wide Shut gedreht hat. Er hat gesagt, manche Filme dreht er für Geld und manche Filme dreht er für die Ewigkeit. Mhm. 2001 war auch ein Film für die Ewigkeit, oder? Ja, und Eyes Wide Shut auch. Auf jeden Fall. Wie eigentlich alles, was der Meister gedreht absolut. Hat. Absolut. Ich meine, das ist das Tolle bei Kubrick, das ist auch das Tolle bei allen großen Künstlern, ob das jetzt Maler oder Schriftsteller oder Architekten sind, ist, dass die Werke bleiben bestehen. Alle seine Filme, von Eyes Wide Shut bis zurück, können Sie gehen auf Wege zum Ruhm. Ja. Gut, Fear and Desire lassen wir mal weg. Wege, das ist ja auch nicht da. Aber das ist ja alles da, ja. Ich meine,
Dr. Strangelove ist doch nicht überholt, in keinster Weise. Heute aktueller denn je. Ja, aktueller denn je. Und so, also das ist doch keine Frage, das ist ihm gelungen. Er hat lauter Filme gemacht, die bleiben. Und Eyes Wide Shut ist in Japan und in der Welt im Mittelmeer unglaublich erfolgreich. Hier weniger und in Amerika und England auch nicht. Aber das kommt noch. Das kommt noch, ja. Letzte Frage, welchen Einfluss hat die Musik bei Kubrick-Filmen? Kubrick hat ja gerade hier bei 2001 dann den Musiker, den Score-Komponisten getauscht. Ja. Er hat ja auf klassische Musik wieder gesetzt. Ja. Wie wichtig war ihm die Musik? Er musste die Musik selbst lieben. Dann passte sie. Wenn er sie nicht liebte, dann passte sie auch nicht. Passt ein Wiener Walzer in eine Space-Music? Wenn man das wirklich liebt und lieber hat als alles andere, dann passt das prima. Denn es ist sowieso jede Musik falsch. Aber er hat ja in der Regel immer klassische Musik gewählt, bis auf einmal bei Full Metal Jacket die Musik, die seine Tochter damals komponiert hat. Ja, das ist richtig, aber hat er das gemacht, das musste einfach richtig sein. Das ist ja eine Emotionssache, nicht? Und seine Emotion musste befriedigt werden. Und das ist auch richtig, das ist bei jedem Künstler so, bei jedem Maler so, bei jedem Dichter so. Ja, und das muss so sein. Ja. Sie haben ja begonnen als Produktionsassistent bei Clockwork Orange. Ja. Hab ich gelesen. Ich habe das alte Filmprogramm noch rausgesucht, wo Sie das erste Mal in Deutschland quasi da erwähnt wurden. Wie war dann, ja, Sie haben ja zusammengearbeitet, Napoleon, die Recherchen geführt, alles. Jetzt waren Sie ja wirklich in der Produktion dabei. War es eine Umstellung für Sie? Sie mussten ja anders arbeiten. Ja, nicht so sehr, denn was ich gemacht habe, habe ich auch schon vorher gemacht. Ich habe verhandelt, ich habe Rechte bekommen, ich habe Finanzen überwacht, Verträge. So, und das ist egal, in welcher Branche man das macht. Das ist eigentlich, ich habe ja nichts damit zu tun, was Sie auf der Leinwand sehen. Nur, wie viel hat es gekostet, dann war es pünktlich da. Ja? Das ist was ganz anderes. Also im Grunde sind Sie ein Buchhalter. Ja, könnte man sagen. Ja, aber ja. Das ist natürlich falsch. Nein. Also ich habe mich vor allen Dingen mit seinen Wünschen identifiziert und versucht, das zu bekommen, was er wollte. Und es ist nicht immer gelungen. Klar, richtig. Aber oft ist es gelungen und mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Führt das, er war ja auch dafür bekannt, Produktionsmittel zu überschreiten, die Etats mehr als auszuschöpfen. Gab es dann zwischen Ihnen beiden Diskussionen, wo Sie sagen, Mensch, Stanley, reiß dich mal am Riemen? Nein, das wusste er ganz genau. Er war sehr sorgfältig, er war auch ein sehr sorgfältiger Trustee. Also er hat sein Geld nicht verschwendet. Und es war mit schwerem Herzen, wenn er über Budget ging. Aber es musste da halt sein. Das Wichtige war, dass er zufrieden war mit dem Resultat. Und Warner Brothers hat ihn ja völlig unterstützt. Es gab ja eine Szene in Full Metal Jacket, wo ein Autobus da ist mit Leuten, die den Film finanzieren, die aber nicht aussteigen durften, weil Kubrick sie nicht am Set haben will. Kennen Sie die Geschichte? Das ist wie eine Erfindung von einem Journalisten. Mag sein, Fake News. Das klingt ganz gut. Das klingt, passt nicht rein. Nein, das kann durchaus sein, dass vielleicht irgendeine einzelne Person wollte vielleicht mal kommen und gucken und das wollte er nicht. Das kann schon sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er wollte nicht, dass Außenseiter auf dem Set sind. Nein. Eine private Frage noch. Wie geht es Christiane Kubrick? Oh, ganz gut, ja, prima. Sie malt und malt und malt. Ja. Hatte sie keine Lust, nach Frankfurt zu kommen oder war es zu beschwerlich? Nee, sie reist im Moment nicht mehr gerne. Okay. Sie ist auch inzwischen 86. Ja. Ein tolles Alter. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und für wen arbeiten Sie?